So, hallo YouTube. Willkommen zu einer neuen Folge Bauernhof. Ich bin's wieder, Dietmar. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir mal wieder auf unserer Streuobstwiese. Da hat sich ein bisschen was getan seit unserem letzten Rundgang. Link hier oben. Und was genau, wollte ich euch jetzt zeigen. Also, bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. So, nachdem ihr letztes Mal das Stückchen so schön frisch gemulcht gesehen habt, ist es dieses Mal komplett andersrum. Ich bin ein bisschen schockiert. Ich war das letzte Mal hier vor 6 Wochen, 7 Wochen oder so. Aber ich zeige euch mal rum. Schön alles voll mit ungewollten Brombeeren, Disteln. Katastrophal. Ich wollte meine Motorsense mitbringen, habe das auch gemacht, aber das ist ja ein Kampf gegen Windmühlen. Somit habe ich wieder meinen Landwirt angerufen, der kommt die Tage vorbei, mulcht mit seiner Maschine. Für den sind es 20 Minuten und somit hat sich das erledigt. Die Brombeeren, das sind einfach, die wuchern und wuchern und wuchern. Und meine Idee, weil ich ja auch ohne Chemie arbeiten wollte, na klar, mit Roundup oder was auch immer, geht es relativ flott. Aber ich wollte ja eigentlich chemielos hier arbeiten und ich versuche einfach die jungen Triebe von den Brombeeren so früh wie möglich abzumachen, abzusägen, so dass sie keine Luft mehr in Anführungszeichen bekommen und dann irgendwann mal auch keine Lust mehr zum Wachsen. Also das muss man wohl 3, 4, 5 Mal machen, immer jung abschneiden und dann sterben sie irgendwann mal automatisch ab, weil sie einfach nicht mehr nachwachsen können. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch einmal alles abzudecken, aber wie decke ich so viel Fläche ab mit Plastik? Auch nicht wirklich ideal. Also das Einzige ist wirklich entweder harte Arbeit oder einen Landwirt kommen lassen mit einer großen Maschine. Und in meinem Falle ist das die einfachere Möglichkeit. Ich werde unter den Bäumen, wenn der fertig ist, noch mit meiner Handsense so ein bisschen arbeiten. Aber so das Grobe soll er einfach wegmachen. Ich zeige es euch nochmal hier. Brombeeren. Nicht gut. Was mich aber freut, ist, dass die Sanddornbäume sich gut gehalten haben oder auch ganz gut eingewachsen sind. Ich zeige euch hier mal den ersten Sanddorn. Jawohl. Wie ihr in meinem letzten Video gesehen habt, benutzen wir die als stickstoffbindende Bäume. Die Aprikose hier, ja, die sieht ein bisschen mager aus. Also ich hoffe, dass sie über den Winter kommt, dass es nächstes Jahr wieder ein bisschen Wachstum anregt. Versprechen kann ich nichts. Dann geht's weiter. Was mir gut gefällt, sind die ganzen Bäume, die wir zurückgeschnitten haben. Da kommen schon ordentlich Früchte. Jede Menge Äpfel. Neue Triebe. Also das ist in Ordnung. Hier könnte man nächstes Jahr ein bisschen mehr schneiden. Aber man lernt ja auch immer jedes Jahr mit dazu. Was mir auch ein bisschen Sorgen bereitet, ist die Pflaume. Die alte Pflaume. Auch so wie beim nächsten Mal, wie beim Aprikosenbaum. Auch hier hoffe ich, dass der nächstes Jahr wieder zurückkommt und wieder neue Wurzeln, neue Power bringt. Der männliche Sanddorn, der hat es scheinbar auch gut überstanden. Die Transplantation, wie gesagt, wir haben im Mai, Anfang Mai die Teile transferiert, also von einem Stückchen aufs andere und da war es halt auch sehr trocken und dann haben die natürlich auch nicht mehr so viel Kraft, die brauchen Wasser, deswegen ist immer die beste Zeit zum Bäume setzen im Herbst, September, Oktober, wenn halt einfach die Feuchtigkeit im Boden wieder da ist. Hier geht es dann weiter, die kleinen Bäume. Ah, der Walnussbaum hier, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob es der geschafft hat. Ja, alles, was ich neu gepflanzt habe, scheint ein Jahr zu dauern. Naja, jetzt gucken wir mal, wie das nächstes Jahr wird. Hier sind auf jeden Fall schöne Äpfelbäume. Das ist auch ein relativ junger Baum. Wie ihr seht,
Es gibt Zuwachs auf dem Stückel. Wir haben neue Bienenvölker. Auch hier habe ich den gleichen Deal wie bei unserem anderen Grundstück. Da wir uns ja mit Bienen nicht so auskennen, haben wir ein Stückchen zur Verfügung gegeben. Für jemanden, der sich damit auskennt. Er im Gegenzug bringt uns das dafür ein bisschen bei. Und wir haben ihm auch noch ein Stückchen Garten gegeben. Der tut hier fleißig Zucchini und Tomaten anbauen. Kriegt sogar sehr gute Früchte schon. Sehr tolle Sache. Also auch für euch, gell, wenn ihr ein Stückchen habt, was ihr nicht so braucht oder wo ihr denkt, oh, kann man nichts mit machen, fragt doch einfach einen Imker, ob er ein Stückchen Wiese braucht, ob er das bewirtschaften möchte. Kann ja dann auch ein bisschen danach gucken. Aber so ein Geben und Nehmen ist auch immer eine tolle Sache. Hier ist unser Apfelbaum, ein weiterer. Der hat schon sehr viele Früchte, muss ich sagen. Also, der wird gut. Brombeeren kommen auch so langsam. Die braucht aber kein Mensch. Also ich zumindest nicht. Mir sind Himbeeren wesentlich lieber. Aber man kann ja nicht alles haben. Dann haben wir hier einen kleinen Birnenbaum. Da ist eine Birne dran, der Rest ist verfroren. Könnt ihr ja in meinem letzten Rundgang, verlinke ich euch ja oben mal, da hat ja hier alles schön geblüht. Aber wir hatten dann noch relativ spät Frost. Das heißt, viele Blüten sind dann einfach verfroren. Das heißt, es kommen keine Früchte. Habe ich auch nicht gerechnet im ersten Jahr, aber ich will halt auf jeden Fall, dass es sauber bleibt und sauber wird. Und für ein bisschen Most und Saft wird es reichen bei uns. Jawohl, dann haben wir hier wieder unseren Walnussbaum, der von nichts auferstanden ist. Nicht schlecht. Einen schönen langen Stamm. Wenn der älter wird, könnte man den sehr gut verkaufen. Wieder auch hier ein Birnbaum, sorry, ein Apfelbaum. Die Stachelbeeren, die ich da runtergesetzt habe, auch hier das gleiche. Ne? Nicht richtig angewachsen, nicht genug Wasser gehabt. Auch hier, ich hoffe auf nächstes Jahr. Wir werden sehen. Hier haben wir dann auch noch einen Birnenbaum. Der trägt auch schon recht gut Früchte. Jawohl. Unser Plan ist ja damit Most, also Apfelsaft zu machen. Apfelsaft, ein bisschen Most, ein bisschen Apfelessig, Birnenessig, Fruchtessig im Allgemeinen. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Und ist auch wirklich eine einfache Sache. Deswegen haben wir auch diese Stücke gekauft. Wie gesagt, es ist ein bisschen weit weg von uns. Also ich fahre eine halbe Stunde hierher. Deswegen kann man auch nicht regelmäßig gucken. Aber so wie es ist, ist es halt. Und ich denke mal, wenn unser Landwirt jetzt hier wieder alles sauber macht, dann macht es auch wieder ein bisschen mehr Spaß und mehr. Naja. Also das war es dann auch schon wieder von der jetzigen Folge Bauer ohne Hof. Hier kriegen wir noch einen schönen Schuss hier nach hinten. Das war unsere Streuobstwiese, unser Streuobstwiesenprojekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geerntet wird ja auf jeden Fall gut, glaube ich, dieses Jahr. Also ein paar Kilo Äpfel, ein paar Kilo Birnen werden schon mit dabei sein. Wie gesagt, wir haben das Stückel wann haben wir es gekauft? Im Januar haben wir es gekauft, also vor 6 Monaten ungefähr, komplett verwildert mit Brombeeren. Und uns war klar, dass wir erstmal auf die Brombeeren achten müssen und gucken müssen, dass die Brombeeren nicht wieder das ganze Stückel übernehmen, sondern dass man die ein bisschen im Zaun haltet und dass in den nächsten 1-2 Jahren da nicht viel passiert. Das war uns schon klar. Genau, auf jeden Fall war es das dann auch schon wieder von Bauer ohne Hof. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr den Kanal doch abonniert, die Glocke drückt, dass ihr immer Bescheid wisst, wenn wir ein neues Video hochladen. Wir finden die Projekte, die wir hier haben, toll. Ich hoffe, ihr auch. Also, Daumen nach oben. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Dietmar, euer Bauer ohne Hof. Bis zum nächsten Mal, gell? Bleibt dabei, bleibt mir treu. Bis dann. Ciao.